Hi, ihr habt den Anime von Sword Art Online gesehen und glaubt nur, dass ihr alle weiblichen Charaktere kennt? Dann liegt ihr total daneben. Es gibt viele, viele weitere Charaktere mehr. Und in diesem Video möchte ich euch einmal alle Mädchen aus dem Sword Art Online Universum vorstellen, welche ihr noch bislang gar nicht kennt. Ich werde euch aber nur die bekanntesten Charaktere etwas genauer vorstellen. Also die, die ihr absolut kennen solltet, weil sie einfach sehr häufig vorkommen. Und die anderen Charaktere werde ich nur einmal erwähnen und in welcher Beziehung sie zu Kirito stehen. Fangen wir mit meinem aktuellen Lieblingscharakter an. Und dies ist mittlerweile Kuaru. Kuaru stammt aus dem Mobile Game Sword Art Online Integral Factor. Neben ihren Auftritt in EVE war sie aber auch als Charakter in Memory Defrog dabei. Ich werde, wenn das Spiel durch ist, zu diesem Charakter nochmal ein spezielleres Video machen, wo ich sie etwas genauer vorstelle, aber hier nur eine grobe Zusammenfassung. Kuaru ist ein sehr mitfühlender Charakter und sie kann sich in so gut wie jede Person hineinversetzen und versucht ihr dann auch zu helfen. Auch wenn sie am Anfang nach dem Start von Sword Art Online etwas verunsichert ist, so baut sie doch ein starkes Selbstbewusstsein auf. Da Kuaru mit jedem mitfühlt, versucht sie auch immer jede Person zu helfen und sich auch für sie aufzuopfern und dadurch und sie zu beschützen, auch wenn sie dadurch auch mal selbst in Gefahr gerät. In Sword Art Online ist sie einer der stärksten Charaktere und gehört tatsächlich auch zur Front. Zu Kirito pflegt sie ein sehr freundschaftliches Verhältnis und die beiden kennen und respektieren sich gegenseitig. Aber Kuaru empfindet keine wirklichen großen Gefühle für Kirito. Im Spiel ist es eher so, dass sie sich in den Hauptcharakter verliebt. Und Achtung Spoiler, die beiden kommen sogar zusammen und heiraten sogar zusammen. Edis stammt aus dem Mobile Game Sword Art Online Unleashed Blading. Dort wurde sie sehr schnell zum absoluten Fanliebling. Dadurch ist sie sogar als Kostüm verfügbar in Sword Art Online Alicization Lycoris. Was Edis so besonders macht, ist, dass sie ebenfalls eine Integrationsritterin ist, ähnlich wie Alice. Dabei trägt sie aber die 10 und steht somit schon sehr lange unter der Kontrolle von Administrator. Edis ist ein sehr frecher Charakter und wirkt durch ihre Art manchmal sehr wie Yuki. Die beiden sind definitiv anders. Besonders weil Edis mehr eine Art Mentorin für Alice wurde, nachdem sie ebenfalls unter die Kontrolle von Administrator gelangte. Durch ihre freche und gleichzeitig freundliche Art hat sie die Herzen der Spieler im Sturm erobert. Was Edis ebenfalls ausmacht, ist, dass sie besonders Mädchen sehr gerne mag und sie immer glücklich ist, wenn sie ein neues Mädchen sieht. Das hängt aber damit zusammen, dass Edis, bevor sie unter die Kontrolle von Administrator gelangt war, eine kleine Schwester hatte. Und deswegen sieht sie in jedem Mädchen ihre Schwester, auch wenn sie sich daran leider nicht mehr erinnern kann. Nachdem Edis dank Kirito und Alice ihre eigene Kontrolle wieder zurückerlangte, stande sie Kirito eher positiv gegenüber und die beiden respektierten sich sehr. Aber Edis ist nicht irgendwie verliebt in Kirito wie viele andere Mädchen. Im Gegenteil, durch ihre Freude immer mehr süße Mädchen kennenlernen zu wollen, könnte sie eventuell sogar lesbisch sein, auch wenn dies nie offiziell bestätigt wurde. Philia war lange Zeit meine Nummer 1 von den Sword Art Online Game Wars Charakteren, aber mittlerweile wurde sie ja bei mir von Kuaru überholt. Philia stammt aus dem SAO-Game Wii Hollow Fragment, welches erst für die PlayStation Vita bzw. Portable erschien, später dann sogar noch ein Release auf der PlayStation 4 hielt und später dann sogar noch ein Steam-Release. Philia war eigentlich in jedem SAO-Game dabei. Solltet ihr jemals ein einziges Sword Art Online-Spiel gespielt haben, Philia war zu 100% dabei. Auch in Unleashed Blading, Memory Defrog und auch als Skill in Sword Art Online Integral Factor. Sie war überall dabei. Philia ist ein sehr neugieriger Charakter und ist besonders immer heiß auf Schätze. Sie bezeichnet sich sogar selbst als Schatzjägerin. Immer wenn es einen neuen Dungeon gibt, muss ihn Philia erkunden, um zu schauen, ob es dort neue Schätze gibt. Aber auch ihre freundliche Art, besonders zu ihren Freunden, ist speziell und sie ist auch immer hilfsbereit, wenn sie jemand braucht. Das Besondere bei Philia ist das Design ihrer Haare. In Real Life ist es eine Art Orange-Rot-Mix, in Sword Art Online ein etwas helleres Orange, welches sich sogar in den späteren Spielen sogar deutlich verhellert. Aber in ALO hat sie sogar schwarze Haare.
Auch wenn Philia zu Beginn eigentlich als Gegner im Spiel wirkt, weil sie ein Orange Player ist und gegen Kirito kämpft und gegen ihn über sehr misstrauisch ist und ihn überhaupt nicht vertraut, aber dies verändert sich im Laufe des Spiels und sie verliebt sich sogar in Kirito, während er versucht, sie zu retten. Auch in den weiteren Spielen verändert sich das überhaupt nicht und sie ist in Kirito verliebt. Steria stammt aus dem gleichen Spiel wie Philia aus Re:Hollow Fragment. Bis auf Unleash Blading war sie eigentlich auch in jedem SAO-Game dabei. Steria ist besonders und sticht durch ihre Art sehr heraus. Ähnlich wie Yui ist sie nämlich ein mentales Hilfsprogramm und somit die kleine Schwester von Yui und die Tochter von Kirito und Asuna. Ihr Charakter zu beschreiben ist eigentlich sehr schwierig, da sie eigentlich alles und jeden liebt und umarmt. Steria ist ein sehr lieber Charakter, welcher jede Person umarmt und dieser Person sagt, dass sie sie liebt. Auch für jeden Spaß ist Steria zu haben, so spielt sie vielen Leuten immer mal wieder einige Streiche, aber gleichzeitig ist sie auch immer dabei, wenn es lustig wird. So gab es mal eine Wette, welche Asuna und Steria verloren haben. Als Einsatz sollten sich die beiden Mädchen küssen, was Asuna natürlich ablehnte, aber Steria sah darin kein Problem und küsste einfach Asuna. Steria liebt natürlich auch Kirito, so umarmt sie ihn teilweise so stark, dass er in ihren Brüsten teilweise manchmal sogar keine Luft bekommt oder sie küsst ihn einfach. Auch wenn Steria eigentlich eher Kirito wie ihr Papa ansieht, also ähnlich wie bei Yui. Rain und Seven, beide stammen aus dem Spiel Sword Art Online Lore Song. Auch sie waren bis auf Re:Hollow Fragment in jedem Sword Art Online Spiel vorhanden. Beide sind Schwestern und sind halb Russin und halb Japanerin. Zudem sind beide auch noch Idols und singen für ihr Leben gerne. Auch wenn Rain eher eine Person ist, welche andere Leute ziemlich gut stalken kann, so ist sie aber auch im Kampf ziemlich stark und ist ähnlich wie Kirito im Dual Sword Modus aktiv. Seven hingegen ist nicht so wirklich die Gamerin und mehr die Wissenschaftlerin. Besonders durch ihren hohen Intelligenz wird sie oft als Wunderkind bezeichnet. Und ihr gelingen aber auch wirklich die unglaublichsten Sachen, wie ein komplett neues VR-MMORPG zu entwickeln oder auch viele andere weitere Sachen mehr. Auch wenn Rain sehr erwachsen wirkt, so merkt man doch, dass sie viel von ihrer Kindheit verloren hat durch ihren schnellen Aufstieg. Aber durch ihre Schwester wird das oft kompensiert und dort kann sie ein normales Kind sein. Zu Kirito stehen die beiden sehr unterschiedlich. Kirito respektiert Seven und ist sogar ein großer Fan ihrer Arbeit. Aber Seven respektiert auch Kiritos Stärke. Rain hingegen empfindet sehr viel Dankbarkeit für Kirito, besonders da er es war, dass die beiden wieder zusammenführen konnte. Auch wenn nicht zu 100% klar ist, ob Rain tatsächlich in Kirito verliebt ist. So, kommen wir nun zu weiteren Charakteren, welche ich ab jetzt aber nur noch aufziehen werde. Premiere aus Whole Realization, mag Kirito ist aber nicht verliebt. Korehara steht auf den Charakter aus Fatal Bullet. Zeliska aus Fatal Bullet ist nicht zu 100% klar, auf wen sie steht. Medina aus Alicization, Lee Cowers, auch wenn sie ihn nervig findet, so ist sie dennoch verliebt in Kirito. Lux aus Girls OPS ist verliebt in Kirito. Rosa aus Girls OPS ist gestorben in Sword Art Online. Adi aus Girls OPS ist mit den anderen Mädchen Silica, Lise, Leafa und Lux befreundet. Granza aus Girls OPS ist eine Feindin. Gwen aus Girls OPS ist die beste Freundin von Lux. Garnet aus Girls OPS mit den anderen Mädchen Silica, Lise, Leafa und Lux befreundet. Ashley aus Girls OPS ist eine Händlerin. Kizumel aus Holo Realization und Progressive ist ein NPC und befreundet mit Asuna und Kirito. Tia aus Holo Realization ein geheimnisvoller NPC. Alpha System aus Fatal Bullet hat eine enge Bindung mit dem Hauptcharakter. Livere aus Fatal Bullet, ein ähnlicher Charakter wie DL, ist aber das Alpha System von Subtilizer. Daisy aus Fatal Bullet ist das Alpha-System von Zeliska. Ja, liebe Freunde, das sind alle weiblichen Charaktere, die ihr nicht kennt, wenn ihr nur den Anime gesehen habt. Natürlich gibt es noch Sword Art Online alternative Gangel Online, doch diese Charaktere habe ich jetzt hier nicht erwähnt. Sollte ich dann doch noch irgendwelche Charaktere vergessen haben, dann schreibt diese doch gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wer von diesen Charakteren euer Lieblingscharakter ist. Ihr wisst es, bei mir ist es Kuro.
Und falls euch das Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es ebenfalls noch nicht getan habt, so abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keines mehr meiner Videos zu verpassen. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.